Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Das letzte Mal haben wir diese, wie heißt's, diese Tüftlerwerkstatt hingestellt. Damit konnten wir dieses Teil hier machen, aber das kann man leider nur einmal ausrüsten. Deswegen haben wir das auch erst einmal. Das hier können wir auch verbessern und, haben wir jetzt eigentlich schon die Raketenstiefel? Also die Raketenstiefel sehe ich jetzt noch nicht. Die müssen wir uns erst kaufen, oder? Ich dachte, wir hatten dieses Gold. Och Mann. Jetzt müssen wir das zuregeln. Ups. Okay, der Typ ist alleine da. Wundert mich, wo ist denn jetzt der andere? Ah, doch. Der andere Typ ist da. So, die Raketenstiefel. 5 Gold. Das haben wir natürlich nicht. Schauen wir mal, wo wir das Gold gelagert haben. Ja, gleich der Anfang ist wieder mal ein bisschen ätzend, glaube ich. Immer dieses Rumgesuche. Ah, nee, wir haben, glaube ich, das Teil hier gekauft. Deswegen haben wir kein Gold mehr. Ich habe dafür jetzt die bessere Idee. Wir laufen jetzt wieder. Also zuerst schauen wir mal auf der Karte. Wir haben ja jetzt hier diese zwei großen Höhlen. Hier sind wir ziemlich bis zum Rand gekommen. Hier zwar auch, aber wir können hier noch weiter laufen. Deswegen würde ich sagen, dass wir jetzt dieses Mal die Folge weiter nach da laufen. Und falls wir sterben, mache ich auf Pause und laufe zu dieser Stelle wieder hin. Einfach wegen der Strecke. So. Erstmal wieder einen Hasen töten. Irgendwie schon leicht verstörend, wenn man hier alles Mögliche töten kann. Volltreffer. So. Was mich jetzt wieder mal richtig freut, ich habe ja, wie üblich, lade ich ja Samstag Let's Play Minecraft hoch. Kamen jetzt schon wieder einige neue Kommentare. Und das finde ich jedes Mal eigentlich richtig cool, wenn überhaupt ein Kommentar erscheint von irgendjemandem. Darüber freue ich mich dann einfach jedes Mal. Also danke an die, wo die Kommentare halt schreiben. Ja. Naja, und naja, wir haben Doppelsprung. Zu dem Let's Play Together Minecraft, da, das muss jetzt doch wieder erst warten, weil gestern ging das einfach bei mir nicht mehr. Ich habe 6,5 Stunden beide Videos hochgeladen. Und ich sage euch, wenn ihr da den ganzen Tag drauf wartet, bis das überhaupt hochgeladen ist, dann habt ihr dann am Ende auch keinen Bock mehr, noch eine Aufnahme zu starten, um sie dann wieder hochzuladen. Es kann sein, dass ich heute, nach dem Hochladen von dem Let's Play hier, vielleicht mit René dann das Together aufnehme. Wenn es klappt, lade ich es heute noch hoch. Wenn nicht, frühestens Dienstag, da ich da auch ausnahmsweise mal wieder früher Schule aus habe. Und ja, jetzt testen wir. Ich finde den Doppelsprung richtig geil. Wenn wir bald noch das Item kriegen, dass wir keinen Fallschaden kriegen. Ui, sind wieder Piranhas da und Fledermäuse. Also der Doppelsprung ist zwar klein, aber er hilft schon ordentlich. Och nee, wieder diese Menschenfresserpflanzen. Ich hasse diese Teile. Die sind fast so schlimm wie diese Maxi-Fresser und wie die Fressviecher da immer heißen. So. Bis zu dieser Stelle, wo wir jetzt gerade sind, sind wir ja als hier rumgeflogen mit dem Schirm. Boah, der Piranha kommt etwas nah. Und wieder eine Fledermaus. Ui. Bronzemünzen. Ah, nee, Kupfermünzen brauchen wir auf jeden Fall noch. Und schnell hoch. Ui. Hat dieser Gang? Ja, der hat ein bisschen. Der bringt ein bisschen was. Warum haben wir die nochmal gemacht? Ich glaube, da sind wir vor einem Monster geflohen. Ich weiß zwar nicht mehr welches. Aber auf jeden Fall hat es das gebracht. So. Und jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr durch diesen großen Teich schwimmen. Was auch ordentlich an Zeit einspart. Und immer wieder Zombies und so. Ja. Ui. Jetzt beginnt es hier auch
mit diesen Löchern. Ui. Ich hasse diese Teile einfach so sehr. Lol, was sind das? Verderblicher Goldfisch? What the fuck? Also zum Goldfisch, der auf Piranha macht, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Ist mir echt neu. So. Jetzt geht's ja wieder weiter. Was leuchtet denn da so blau? Legen wir da lieber mal eine Fackel hin. Okay, das war jetzt unnötig. Ein schöner kleiner Frosch. Ein Grashüpfer. Der hüpft da noch munter weiter. Hier beginnt jetzt ein Wüstenpart. Super. Wow. Aber diese Viecher folgen uns immer noch. Wie schön. Ja. Das dauert ja mal wieder so lang, hier durch die Map zu laufen. Aber wenigstens haben wir jetzt mittlerweile einige Items, die uns helfen, etwas schneller voranzukommen. Die Fledermaus lässt uns nicht in Ruhe. Oh Gott. Diese Fledermaus soll sich verziehen. Die geht mir langsam echt auf die Nerven. So. Jetzt kommt wieder Gruppengemetzel. Mal schauen, wie viel Gold wir am Ende durch diese Metzeleien zusammen haben. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja unterwegs in diesen Kürbissen noch diesen kleinen Begleiter, der uns dann einfach verfolgt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der mit uns kämpft. Komm. Okay, den goldenen Fisch kann ich nicht einsammeln. Ich dachte, also die kann man einsammeln. So, ja, bis jetzt finde ich noch keinen dieser Begleiter. Ach, wir haben ja noch die Kugel, die müssen wir noch aktivieren. Oh Mann, ich will jetzt diesen Begleiter haben. Was mich jetzt noch wundert, dass wir immer noch diese Kürbisse haben, obwohl eigentlich Halloween vorbei ist. Könnte daran liegen, dass ich schon eine Weile nicht mehr mit Steam Online war. Da ich meistens das hier in Offline-Modus zocke. Naja, das letzte Mal kamen wir hier. Jetzt sind wir da am Rand, wo wir wo wir als wie heißt's? Wo wir dann gestorben sind. Oder haben wir den Schild da schon gehabt? Auf jeden Fall, wir sind dann hier abgehauen. Ui. Wir könnten hier auf den Baum springen. Oder auch nicht. Laufen wir aber lieber mal weiter. Und lassen die Kürbisse auch ein bisschen rumliegen. Außer diesen fetten. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Licht, obwohl jetzt es wieder Tag wird. Oh Gott, oh Gott. Hä? Lol, wieso? Ach, die Bäume waren gerade dunkel wegen, weil ich die noch nicht mit einem Schwert hell gemacht habe. Juhu. An einem Ende der Map kommt ein großes, wirklich einen großen Graben Wasser. Und ich glaube, den haben wir hier erreicht. Hoffentlich nicht. Oh Gott. Ja, wir kommen immer näher ans Ende. Oh Gott. Oh Gott. Das wird knapp. Lol, hier ist wieder so ein Riesenbaum. Gehen wir jetzt diesmal da hoch? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. So. Testen wir. Jawohl, wir kommen dran vorbei. Graben wir uns kurz hier rein. Oh oh. So. So müssen wir nicht extra unten ein tiefes Loch graben. Was, glaube ich, sinnvoller gewesen wäre. Weil wir so ein bisschen Zeit gespart hätten. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen von der Sicht hier oben freigekriegt. Lol, was sucht hier ein Goblin? Die kommen doch. Hä? Also, das sieht jetzt interessant aus.
Deswegen werde ich... Och, nö, wir haben keine Erde dabei. Nee, nicht wirklich. Zerfetzter Stoff, okay. Bauen wir das hier kurz zu. So. Schwert immer auswählen. Oh Gott, wer ist so blöd und macht das auch noch so wie ich? Fuck, hier ist eine Unterwasserhöhle. Nee, die können wir jetzt noch nicht besuchen. Ich habe leider den Trank nicht mitgenommen. Deswegen wäre es sinnlos, würden wir da reingehen. Da würden wir sehr schnell ertrinken. Haben wir vielleicht Glück und finden hier eine Pyramide? So wie es mir wieder mal scheint, nicht. Oh Mann, ich will endlich eine Pyramide. Oder vielleicht doch? Also, jawohl. Jawohl. Pyramide. Wir haben eine Pyramide gefunden. Ja, nice. Als allererstes, ich will Palmen mitnehmen. Palmen. Komm. Können wir die fällen damit überhaupt? Jawohl. Wir können Palmen fällen. Super. Ist richtig geil. Am einen Ende der Map ist dieser Super Dungeon. Auf dieser Seite der Map ist die Pyramide. Und hier kommt dann das Ende der Map in Form von Wasser, wo Haie drinne sind. Oh, komm schon, du Scheißgeier. Oh, cool, Quallen. Wusste ich gar nicht. Ah, nee, Tintenfische. Ein bisschen angeln. Ui. Seesterne und so Zeug, cool. Ah, da können wir noch nicht runter. Es gibt irgendwie, glaube ich, ein Item, dass man unter Wasser atmen kann und oder sogar schwimmen kann. Und dieses Item bräuchten wir, um das zu machen. Eigentlich hatte ich jetzt vor, heute nur 10 Minuten aufzunehmen. Oder so 15 Minuten. Aber weil wir jetzt die Pyramide gefunden haben. Nice. Pharaonengrab. Was ist denn das? Goldmünzen. Lol. Man kriegt hier einfach durchs Ausgraben Goldmünzen. Omega-Banner nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Dann checken wir jetzt mal unsere Errungenschaften. Ja, super. Das brauchen wir. Oh Gott, geil, geil, geil. Nein, alles ausräumen. Hammer. Wir haben jetzt noch besseren Doppelsprung. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sogar 3 Doppelsprünge jetzt haben. Doppelsprünge 3. Genau, Dreifachsprung. Weil mich... Auf jeden Fall können wir das kombinieren. Was ist denn das? Nur Müll. Geil. Geil, geil. Wir haben jetzt diesen Sandsturm in der Flasche. Und den brauchen wir auf jeden Fall, um unsere, um uns einige, verbesserbare Sprünge zu besorgen. Oh, das ist richtig heftig. Oh Gott. Wie weit geht denn der Scheiß hier noch runter? Das war jetzt ein blutiger Schädel. Irgendwann müssten eigentlich noch Monster kommen. Nein, wir haben keine Fackeln mehr, oder? Schnell Fackeln machen. 99 reicht. So. Jawohl. Wir sind am unteren Ende. Das wird wohl nicht so schlimm sein, wie man denkt. Hallo. Doch was dahinter, oder? Nee. Ah, geil, Platin. Das wäre mir jetzt echt entgangen, dass das Platin ist. Oh Gott, ich hätte Zombie. Von wo kommen die bloß? So, ich werde jetzt noch das Platin nehmen und bis ganz runter gehen. Och, nee, nicht wirklich, oder? Wir haben jetzt das Platin nicht mal mitnehmen können. Oh Gott, wäre es mir nicht aufgefallen, hätte ich mich jetzt verzogen. Und das ohne das Platin. Also, eigentlich habe ich mehr erwartet von der Pyramide. Aber anscheinend ist es auch nicht mehr.
Wenn nicht, ich schau mal im Offline-Modus mal rein. Mal schauen, ob wir dann vielleicht was Sinnvolleres finden. So, als allererstes. Oh. Das kann ich doch irgendwo hinsetzen. Ah ja, mit Rechtsklick. Nein, die Sterne darf ich nicht wegwerfen. Es würde schief gehen. So, einen Felsbrocken können wir machen. Dann war das eindeutig das Falsche. Da. Ah ne, doch nicht. Fail. Wieso kann ich denn... Hä? Ich frag mal unseren Guide. Wo ist unser Guide? Ah, da ist er ja. Herstellen. Sandsturm in der Flasche. Och nein, wir brauchen Ballon. Ein Furzkissen. Furz in einer Flasche. Ein höherer Doppelsprung. Ja. Braucht man. Oder? Ja, ich gehe davon aus, dass man sowas immer mal im Leben braucht. Ein Furz in der Flasche. Jetzt legen wir erstmal noch ein paar Sachen ab. Goldtruhen haben wir jetzt wieder einige. Das Pharaonenzeug lege ich jetzt hier auch rein. Dann hier. Wir haben übelst viele von diesen Sternen. Black Ink. So, wo waren da? Hier können wir das Ding reinsetzen. Und die hier. Schnell stapeln. Jetzt, ja. Dann noch hier schnell stapeln, was gar keinen Sinn macht. Auf jeden Fall, diese Goldschüssel brauchen wir noch für den Dungeon. Aber dafür müssen wir erstmal unseren Bossgegner da auslöschen. Was womöglich nicht so leicht wird, wie wir auch hoffen. Ah, das ist Palmholz. Okay, okay. Jetzt testen wir mal kurz nochmal unseren schönen Doppelsprung. Ja, Dreifachsprung. Schön hoch kommen wir. Also den Spiegel finde ich schon geil. Ja, okay, Leute. Jetzt schauen wir noch mal kurz nach den Raketenstiefeln. Wenn wir die haben, damit können wir, glaube ich, auch noch einiges anstellen. 5 Gold, wir haben 3. Oder sind wir mittlerweile bei mehr? Hier 4 Gold. Dann noch Silber nehmen wir mit und das Kupfer. Vielleicht können wir die Teile hier Nee, die kriegen wir sonst nicht mehr wieder. Ich verkaufe das Fell, wo ich auch immer ich das jetzt hingestopft habe. Da. Tigerskin. Oh Gott, was soll das denn bringen? Das verkaufen wir noch schnell. 20 Silber bringt es uns. Bomben. Nein. Kein Wert. Oh. Die haben wir nur einmal. Uns fehlt nicht mehr viel. Oh. So. Was können wir dem Typen noch andrehen? Oh Gott. Dieser Typ ist so krass geizig. Das ist unmenschlich. Deswegen geben wir ihm jetzt vielleicht noch ein paar Sterne. Oder unsere ganzen Sterne. Ah. Nee. Die behalten wir noch. Ich hab's gleich, Gleich. Ein Amboss. Haben wir schon. Noch 3 Silbermünzen. Echt jetzt. Genau. Können wir uns diese scheiß Raketenstiefel kaufen. Super, jetzt sind wir sogar mit denen, können wir sogar noch schneller laufen. Ah, das erhöht auch Bewegungstempo. Ah, das können wir noch dazulegen. Legen wir die Teile lieber da rein und testen jetzt noch kurz. Oh Gott, ganz kurz noch. Ich ziehe die Aufnahme gerade unnötig in die Länge. Ist ja geil. Okay, wir können nicht mehr an der Wand klettern. Belebt langsam wieder, erhöht Bewegungstempo.
Ja, egal. Brauchen wir jetzt nicht. Ist geil. Ja, wir gehen jetzt ins Haus. Schließen die Türen ab. Wie üblich. Und das war's mit der heutigen Folge. Ciao, bis zum nächsten Mal.